Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom FM15. Wir müssen heute gegen Sandhausen im Pokal ran und dann geht's gegen Dortmund. Sollten nach Möglichkeit zwei Siege werden. Dortmund wird richtig schwer. Die könnten ja, zu uns stoßen auf den dritten Platz. Mal schauen, wie die sich so anstellen. 4 Punkte sind wir momentan von der Spitze entfernt, haben noch 3 Spieltage vor der Winterpause und ein paar E-Mails. Wie macht sich denn Fehrenbach so? Ja. Hat sich schon ein bisschen verbessert. Hat 11 Spiele gemacht, alle glaube ich bisher. Das ist doch schon mal was. Trainingsberichte sehen in Ordnung aus. Kießling ist Spieler der Woche. Wir haben Müller im Team der Woche. Haben ja nur gegen Mainz ein 1-1 rausgeholt. Das ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Aber ja, passiert. Ich meine, dafür haben wir gegen Liverpool gewonnen, was richtig wichtig war. Ob ich vor dem Anschwinden, natürlich bin ich zuversichtlich. Haben ausgezeichnete Chancen gegen Sandhausen weiterzukommen. Zeig mal unsere Finanzen an. Das sieht gut aus. Sieht richtig, richtig gut aus sogar. Also momentan sind wir finanziell gesehen richtig gut dabei. Das freut natürlich sehr. Alleine halt, weil wir ziemlich angeschlagen sind. Hier unten steht ja eigentlich auch noch, dass wir noch ordentlich Schulden haben. Also da wird es auch noch ewig dauern, bis wir die abbezahlt haben. 2018, dann dürften die meisten runter sein. Und wir sind überzeugt vom Sieg, ja. Wieso fragst du so oft, Kollege? Konnte bei seiner. Was hat er denn gesagt? Was hat er denn gesagt? Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass im Vorfeld dieses Spiels keine besondere nervliche Belastung bei uns vorhanden ist. Wir können daher hoffen, nur hoffen, dass wir mit dieser so gut es geht umzugehen wissen. Ist halt Zweitligist, ne? Also bitte. Ja, Kommentare prallen vom. Was will denn alles wissen, der Dominik Clemens? Der geht mir so ein bisschen auf den Sack von der deutschen Fußballpresse. Der will mal so viel wissen. Ich denke nicht, dass wir die unterschätzen. Wird ein harter Gegner sein. Aber vor so einem Spiel ist es immer ziemlich uncool, wenn man zu viel sagen muss. Also jetzt in echt. Er muss ihn einfach liefern. Und dann wird das schon. Unser Jobstatus ist momentan sehr sicher. Das ist schön. Tim Welker würde gerne mal ein bisschen mehr spielen anscheinend. Ja, komm. Darfst jetzt gleich mal ran. Jungs sind ja sowieso noch ein bisschen. Ja, mitgenommen von dem Mainz-Spiel. Müsst ihr ja sowieso ein bisschen umsetzen wegen. Dem Dortmund-Spiel. Wir werden ein Trainingslager haben, hat unser Vorstand gesagt. In Andalusien, in Spanien. 2. bis 12. Januar, okay. Zeig mal, wer ist ein Weltfußball könnten. Wow, Falcao, echt? Wow, hier geht ja richtig gut ab, anders als in echt. Wow, 17 Spiele, 14 Tore, 7 Vorlagen. Wow, nicht schlecht. Das ist halt komplett anders als in echt. Was haben wir noch? Mata, ja, da ist immer gut. Koke, ja. Sieht auch nicht nach 40,5 Millionen Marktwert. Messi, 80 Millionen, ja. Ist momentan, verletzt. Der fällt ja dann im Spiel gegen uns aus. Wobei das nicht so viel ausmachen dürfte, wenn Suarez dann auch da ist. Agüero, ja, pusht auch, fällt aber auch aktuell aus. Menschen sind ja alle verletzt. Krischt. Ja, Krischt geht ab. Sonst Mata. Der ist auch immer richtig, richtig stark im FM. So, und jetzt Sandhausen. Ich bastel mir gerade im Kopf meine Startelf zusammen. Also Welker werde ich mal ranlassen. Dann Sorg. Union spielt gegen Hoffe, Hertha gegen Mainz, Wolfsburg gegen Freiburg. Gideon Jung fällt leider aus. Unsere U19 gewinnt gegen die Leverkusen U19 und ist in der dritten, nächsten Runde des Pokals. Sehr schön. Aber ist jetzt eher unwichtig. Also, ach, wir gehen einfach mal komplett nach Fitness erstmal. Ich meine, Sandhausen ist bestimmt kein schlechter, wenn sie jetzt in die dritte Runde gekommen sind. Aber irgendwo, ne? Also, irgendwo muss man ja auch mal ein bisschen relativieren. Also, Bruno Zöllner darf mal spielen. Oliver Sorg darf spielen. Matti Steinmann darf spielen, Lodero darf spielen, das sind alles hier gute Jungs. Rudi darf mal dran. Green brauche ich am Wochenende, deshalb spielt mal Plädel links. Vogt, er noch nicht. Scheer auch nicht. Welker,
Ich könnte spielen. Wallenborn darf spielen. Aus Schleck ist ja, glaube ich, im Mainz-Spiel gesperrt gewesen, oder? Sieht man das hier noch irgendwo? Aber ich glaube, das würde man dann schon sehen, wenn er fürs nächste Spiel gesperrt wäre. Wo ist denn das? Nee, gut, dann ist das schon zu Ende. Huch. Wo war das? Was hatte ich denn hier? Ach, Kondition hatte ich vorher, ne? Das war Spielerstatus. Nein, das war nicht Spielerstatus. Dann, genau. Also Wallenborn links, dann brauchen wir noch einen Innenverteidiger. Rechts außen, wer würde da noch so in Frage kommen? Also ob hier ist dann schon langsam der Cut. Müller kann immer spielen. Tahiri wäre mal interessant auf die Bank zu packen. Kleber darf ich ruhig mal reinnehmen. Scheer kommt auf die Bank. Vogt kommt auch auf die Bank. Ja, Müller wird schon passen. Heiko hat wenig gespielt bisher, ne? Den könnte man auch reinpacken für Kleber. Dann mache ich das lieber so. Und dann ZM. Also Arslan nicht. Ja, komm, hau noch Vogt rein, dann passt das schon. Ist ja immer noch eine super Startelf. Green auf die Bank. Scheer braucht man nicht auf der Bank. Tar auch nicht. Lasogga ebenfalls nicht. Behrami kommt auf die Bank. Oschele kommt auf die Bank. Dann noch ein paar Offensive. Nehmen wir Van der Vaart mal mit. Und Beister. So. So sieht das so gut aus. Sandhausen wird wohl in einem Raute-System spielen, im 4-4-2. Marco Knaller, geiler Name. Die letzten Spiele von Sandhausen. Ach, ist der Ersatzkeeper oder was? Die würde ich mir gerne nochmal anschauen, wie das so aussieht. Also beim KSC haben sie 1-1 gespielt. Gegen Bochum haben sie 3-1 verloren. Bochum ist ja momentan auch Erster, oder? Ne, Vierter sind sie. Erster ist RB Leipzig. Hier ist 1000. Na ja, gut. Marc Ferzel müssen wir anscheinend aufpassen. Der hat die viertbeste Durchschnittsnote in der zweiten Bundesliga. Ja, die Elf ist gut. Die Elf ist gut. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und dann schauen wir mal, wie das hier so läuft. Ich habe mich entschieden, Berami rauszunehmen, ja, wegen Rotation halt. Hab doch auf Deutsch. Okay. Ja, Rotation halt. Eine Überraschung gesorgt. Halt Rotation. Mann, also ich habe die Frage eben beantwortet, der fragt mich nochmal, ob es Rotation ist. Unfassbar. Könnten Sie Probleme haben, das Team einen Gegner, eines Gegners wie den SV Sandhausen zu motivieren? Nö. Wird kein Problem sein. Ich meine Spieler wissen ja eigentlich, dass sie heiß sind. So, Marc Ferzel, da müssen wir halt wirklich aufpassen. Dann Niki Adler vorne. Und Wootten, den auch noch aufpassen. Hier nehmen wir das harte Tackling mal raus und dann hier die drei Jungs ins harte Tackling, dann wird das schon passen. Ich denke mal, da wird das schon wären, wenn wir das so lassen. Gut, dann, wir sind Favoriten, also raus mit euch. Zeigt, was ihr könnt. Habt Vertrauen in euch. Und es passt. Auf Rudi bin ich mal gespannt. Also von dem erwarte ich schon so ein bisschen jetzt. Wenn ich sage so ein bisschen, dann meine ich schon so zwei Tore wären ganz nett. Aber dazu muss er auch die Bälle aus dem Mittelfeld bekommen. Also mal schauen, ob es gut läuft. Ich bin auf Tim Welker gespannt. Der hatte in seinem letzten Spiel, was er gemacht hat, ziemlich viele Fehler drin. Hat, glaube ich, auch in der ersten Runde des Pokals gegen Heidenheim gespielt. Da war er auch nicht so stark. Mal schauen, wie das denn hier läuft. Achenbach. Sollte man wirklich gefährlich spielen. Sollte man wirklich aufpassen. Nicht hier Adler. Gegen Heidenheim haben wir uns hier sehr schwer getan. Jetzt kommt hier erstmal jeder durch. Adler, Welker ist da. Sehr schön. Einfach mal rausgebolzt. Und da steht Müller.
Rodero. In der Mitte wäre Rudnevs ganz um. Ist auch noch Platz für Pledel. Der Ball kommt nicht schlecht und Pledel macht es 1-0. Ja, das sah aber Sandhausen nicht gerade gut aus. Aber Thomas Pledel macht's sehr schön. Klasse Vorlage aber auch, dass er den da oben gesehen hat und so präzise anspielt. Normalerweise sollte man aber eigentlich schon von der Verteidigung erwarten, dass er den dann rausschlägt. Lodero mit dem linken war es. Knapp am Abseits, ne? War es. Na gut. Na gut, frühes 1-0 ist gut. Mal 5 Minuten. Mal schauen, was Sandhausen jetzt macht, direkt nach dem Anstoß. Heiko lässt da jemanden gerade ziemlich aus den Augen. Unten war es. Das ist kein Abseits, Niki Adler. Naja. Vorbei. Da muss man schon aufpassen, dass man das nicht zu oft vorkommen lässt. Also so ein Tausend spielt hier schon mit, also so ist es ja nicht. Wenn sie jetzt hier gleich die nächste Szene haben. Pferdl. Zu weit. Achenbach. Hui. Alter, holy shit. Und Bruns Zöllner. Er ahnt den Kopfball von Wooten. Aber so kann es halt auch gehen, ne? Für so ein Tausend. Wenn sie da ein bisschen Glück haben, geht der Kopfball rein und dann haben sie es 1-1 und dann ist es erstmal wieder auf 0. Oder in dem Sinne auf 1. Mal schauen, Sorg. Vielleicht holt er sich ja wieder ein Tor ab heute. Lodero, ein bisschen zu eng da. Steinmann, schön gespielt, Pledel. Oh, und Rudnevs Abpraller, Tor, war es abseits oder war es kein Abseits? Es war kein Abseits, 2-0. Rudi macht sein erstes Saisontor. Oh, lange gedauert, ne, mit den Toren bei ihm. So, wo er ja, letzte Saison so gut gepusht hat. Schöner Pass hier von, ich glaube, Vogt. Ne, Steinmann auf Pledel und dann Pledel. Ein interessanter Distanzschuss, leider trifft er nur die Latte. Aber Rudi steht ja da zum Ab. Stauben. Und schon finde ich jetzt rein. Mal schauen, was die anderen Spieler so machen. Ich glaube, hier jetzt gerade läuft nur eins, glaube ich, ne? Ne, Quatsch. Wolfsburg führt gegen Freiburg und bei Hertha sowie Union sowie Hoffenheim sowie Mainz. Steht es noch 0 zu 0 und komm, sag ich, es macht Haitinger das 1 zu 0 gegen Mainz. Und Steinmann hat sich leider ein bisschen was abgeholt, da werden wir ihn gleich mal auswechseln müssen. Macht einfach weiter so. Ist ja bisher schon gut. Dann kommt mal Berami rein. Ja, ich will nämlich nicht, dass Steinmann sich so doll verletzt, dass er erstmal länger ausfällt. Wolfsburg hat auch das 2-0 gemacht. Wer hat es denn gemacht? Dost ist schon wieder. Lodero, Freistoß. Latte, kein Nachschuss. Ich glaube, die Auslosung ist gleich danach. Wenn alle Partien gespielt sind, bin ich auch mal drauf gespannt. Jetzt erstmal Sandhausen per Ecke. Kommt nicht schlecht. Und jetzt können wir einen Konter fahren. Vogt hat ja eine Anspielstation. Ja. Gut, das war dann eher ein bisschen doof. Da haben. Oh, Rudnevs, stark. Keeper, ja gut, den muss er haben. Gut. Ja, die Grätsche war schon stark. Also schnell den Konter unterbunden. Was macht Riemann da? Ja, hallo, ihr liegt 2-0 zurück. Also, Zeitspiel ist hier nicht gut. Der kommt direkt zu Vogt, der unfassbar kopfballstark ist. Rudnevs, schön gespielt auf Nikolai Müller. Schuss leider. Ohne Power. Ah, das sieht sehr souverän aus. Bis auf ein, zwei Szenen. Pledel macht ein gutes Spiel. Gefällt mir auch so. Also, wenn ich ihn mal im Ball sehe. Macht er meistens gute Sachen. Haben noch knapp 15 Minuten. Wieder eine Freistoßchance. Lodero, vielleicht macht das diesmal mal besser. Riemann Helden. Pledel kommt nicht dran. Mainz hat das 1-1 gemacht. Und wir werden mal. Wallenborn darf ruhig durchspielen. Dann werde ich mal Maxi Beister reinbringen für Pledel, der bisher ein super Spiel gemacht hat. Und Müller geht auch noch raus. Dafür kommt dann Green rein. So. Beide außen also raus, damit die noch ein bisschen sich regenerieren können für 15 Minuten und die anderen sollten dann nicht so beeinträchtigt werden von diesen 15 Minuten Spielzeit. Und das Spiel ist eigentlich schon durch. Außer Sandhausen macht jetzt noch eins. Westermann stand da, hat den Ball aber nicht richtig bekommen. Unten Wallenborn ein bisschen zu weit weg von Tiede. Jetzt mal rein die Flanke, die kommt sehr gut und Bruns Zöllner macht ein starkes Spiel.
Also, wenn er gefordert wurde, dann hat er den sehr klasse und sehr souverän gehalten. Sehr zufriedenstellend. Wolfsburg mit dem 3 zu 0. Okazaki hat's gemacht. Rodero nochmal Freistoß. Rodero, ja, beißt er. Wohin? Weil man einfach mal draufbolzen. Oh, der macht's gut. Rudnevs. Oh, kein Foul. Green. Green abgefälscht. Naja. Oh, das muss es jetzt aber auch gewesen sein. Mainz Union gegen Hoffe und Hertha gegen Mainz wird es dann wohl in die Verlängerung gehen. Sandhausen hat hier nochmal eine Ecke. Zöllner faustet ihn raus und wir gewinnen 2 zu 0 gegen Sandhausen. Alles in allem genau das, was wir machen mussten. War gut. Plädel hat ein starkes Spiel gemacht, ist auch Spieler des Spiels. Jetzt bin ich mal gespannt, was da bei Hertha gegen Mainz und Union gegen Hoffenheim noch so geht. Oh, Union kommt echt weiter gegen Hoffenheim. Mainz setzt sich ebenfalls im Elfmeterschießen durch. Und morgen spielen ja noch weitere 4 Partien, glaube ich. Was? Ich habe da gar nichts gemacht, Glibo. Pfui. Eben, Mann. Genau deswegen wollte ich nichts sagen. Jetzt ist er sauer. Oh, wurscht. Ja. Glanzvorstellung von Plädel, richtig. Rudnevs, ja. Das ist schon heftig. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er so lange ohne Tor war. Aber er hatte jetzt halt schon wirklich so viele Partien, wo er einfach nicht getroffen hat bei uns. Hat eine Vorlage gemacht in der Bundesliga bisher. Sonst nichts in diesen 11 Partien. Na gut. Immerhin schön, dass er jetzt wieder getroffen hat. Wir kriegen 531.000 durch den Sieg und 268.000 durch die Teilnahme selbst. Ja, Riekering, ich kann Deutsch mehr nicht reden. Mach das ruhig mal. Hier ist die Auslosung direkt am Freitag, oder freue ich mich aber drauf. Also, es sieht gut aus bisher, ne? Also, gleich geht ja noch einer raus. So im Sinne von, ach, was? Haben die schon gespielt? Dann habe ich das Ergebnis auch noch nicht reinbekommen. Das müsste ich doch eigentlich reinbekommen. Was? Nein. Dieser möchte über einen Wechsel zu Manchester United sprechen. United möchte Berami, da können sie sich aber hinten anstellen. Nee, der ist so gut, den möchte ich nicht abgeben. Wenn wir eine gute Ablösesumme bekommen, ja, so 90 Millionen, 100, 120, vielleicht 150, dann darf er gehen. Ich dachte eigentlich, ich kriege eine E-Mail jetzt wegen dem DFB-Pokal, aber die haben anscheinend schon gespielt. Oder war das davor? Gegen Dortmund, bitte aufpassen. Also nochmal kurz gucken. DFB-Pokal. DFB-Pokal? Ich möchte nur auf den Wettbewerb kommen. Also, das waren die Partien, oder haben die zuvor gespielt? Keine Ahnung. Leipzig hat sich auf jeden Fall gegen Fürth durchgesetzt. Frankfurt 4 zu 0 gegen KSC. Und Bayern hat echt 5-0 gegen Leverkusen gewonnen. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so eindeutig ist. Bremen 3-0 gegen Aalen. Und die haben wir ja schon gesehen, die Partien. Also, Lieblingsgegner wäre dann natürlich, ja, Mainz eigentlich schon für das 1-1 revanchieren jetzt. Union wäre gut, Bremen nehme ich auch. Eigentlich alles bis auf Bayern. Frankfurt können wir schlagen, Wolfsburg können wir auch schlagen. Wir können eigentlich jeden schlagen. Bayern ist aber die geringste Wahrscheinlichkeit. Aber bei Union bin ich mal gespannt. Wir haben die ja 5-0 oder so weggeklatscht, ne, in der Liga. Aber der Nemetz, der pusht ordentlich hier mit 6 Toren im DFB-Pokal. Auch in der Liga ist er nicht schlecht dabei. Aber mal gucken. So, schauen wir uns mal die Auslosung an für das Viertelfinale. Und schauen, was wir bekommen. Wahrscheinlich Bayern. Da sind wir gleich mal. Wir haben Heimspiel gegen VfL Wolfsburg. Okay. Ich denke mal, der drittstärkste Gegner. Oder wenn nicht sogar zweitstärkste Gegner. Aber sind momentan Zehnter. Frankfurt wäre halt ein bisschen besser. Union muss gegen Frankfurt ran. Dann Mainz gegen Bayern. Und Leipzig gegen Bremen. Okay. Wann findet das Spiel statt?
Unser Spiel gegen Leverkusen wurde auf jeden Fall verlegt wegen unserem Spiel gegen Wolfsburg am 17. Februar. Ne, am 3. Februar, unser Spiel am 17. Februar. Was? Ach so, unser Spiel gegen Leverkusen wurde auf den 17. verlegt. So ist richtig. Okay. 3. Februar, das ist ja noch ein bisschen hin. Nach der Winterpause halt. Echt, Green gilt als einer der Kandidaten, als Europas Golden Boy ausgezeichnet zu werden. Wer ist denn da noch? Das kann man sich doch anschauen, ne? Pogba wurde zweimal hintereinander. Sieht man irgendwo vielleicht die. Dankeschön. Ne, Quatsch. Mounir, und John Stones. Oh, das wird. Also Max Meyer. Die haben eigentlich alle ausgezeichnete Chancen. Max Meyer ist halt Favorit. Dann Green. Mounir, der spielt ja bei Wolfsburg, ne? Ja. Und John Stones. Was? Klopp hat Interesse an Müller? Geh weg. Wow. Ja, aber nur wenn sie uns dann Reus geben. Die haben doch Volland, oder setzen wir ihn als Stürmer? Die setzen Volland wahrscheinlich als Stürmer ein. Volland hätten sie. Wer ist das? Könnte von den Werten aber gar nicht so schlecht aussehen, mal scouten. Dann Patrick Herrmann haben sie auch, Reus kann das auch, Bittencourt, Kagawa, Blaschikowski. Brauchen sie doch ja nicht. Jungs, also bitte. Er verdient es auf jeden Fall in der Verlosung zu sein. In Anbetracht des Geständnisses von Borussia Dortmund-Trainer Jürgen Klopp am Interesse einer Verpflichtung von Nicolai Müller. Wie denken Sie augenblicklich über die Situation? Ich werde das jetzt nicht kommentieren. Sie haben einen vollen Terminkalender vor der Brust? Ja, auch hinter mir schon. Ist schlimm. Spieler wie. Spielern. Ach Quatsch, planen Sie. Oh, ich bin. Sorry, Jungs. Planen Sie. Habe ich gar nicht gelesen. Spielern wie Heiko Westermann eine Pause zu gönnen. Weil Westermann wird ja so oder so nicht spielen. Aber ja. Wir müssen abwarten. Wenn es die Möglichkeit gibt, ihn einzusetzen, dann müssen wir Entscheidungen treffen. Ja. Magath ist beeindruckt von uns. Ja, gegen Dortmund müssten wir wieder auf jeden Fall mit der besten Elf antreten. Haben wir momentan. Das Privileg, dass jeder fit ist und keiner eine Verletzung oder so hat. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht dieses 4-1-4-1 wieder spiele, weil das hat gegen Liverpool so gut gepasst eigentlich. Dortmund, wo steht denn hier auf 4? Ich probiere es mal mit dem 4-1-4-1. Irgendwie habe ich das Gefühl, wobei. Vielleicht mit. Nee, 4-3-3. Bauchgefühl sagt nämlich 4-3-3. So. Scher hinten. Optar oder Kleber, weiß ich noch nicht. Green vorne links. Sogar in der Mitte, Müller, dann rechts, Diki rechts hinten, Oscholek dahin, Arslan auf der Box-to-Box-Position, Berami als Sechser, Vogt war so stark, dass er eigentlich nochmal ran muss. Wo ist er? Hier. Rechts, wo ist Nikolai? Hier. Und der andere Innenverteidiger, Kleber, Tah oder vielleicht doch Westermann. Ich nehme Tah. Vielleicht macht er wieder ein Tor. Das ist unsere Startelf. Dann Westermann kommt ruhig mal auf die Bank. Wobei Kleber hat sich's eigentlich mehr verdient. Rudi auf die Bank. Weiß er ebenfalls. Plädel ebenfalls. Und Sorg. Sorg. Dann brauchen wir noch ein ZM mit Matti Steinmann. Und einen wie Van der Vaart, würde ich sagen. Weil wir da vielleicht ein bisschen zu wenig dann schon für die Außen haben. Wenn ich jetzt zweimal außen wechseln möchte, hätte ich nur Beister. Aber es passt schon. Das ist unsere Elf für Dortmund. Spielen wir eigentlich zu Hause? Oh, und danach ging Barca und danach ging Hertha. Uiuiuiui, das ist wirklich alles so dicht beieinander. Unfassbar. Potenzial hat er nicht sehr viel. Vertrag läuft aus bei LA Galaxy allerdings. Naja. MLS Update brauchen wir nicht. Wir haben ein Samstagsspiel.
Schalke gegen Bayern spielt. Also wir könnten im Idealfall auf einen Punkt an Bayern rankommen. Das wäre auch schon mal was. Aber erstmal müssen wir gegen Dortmund gewinnen, die bestimmt sehr, sehr schwierig sind. Obwohl wir halt dreimal gewonnen, zweimal gewonnen haben, ne? Also, das ist schon irgendwie echt typisch. Momentan haben wir sowieso so einen super Lauf, aber Dortmund ist immer gefährlich. Bittencourt wird nicht spielen können. Mal einen Blick auf die Elf, die passt. Warte. So passt's. Gut. Dann hoffen wir mal, dass wir auf Platz 2 springen. Inwiefern wird sich die Pause von 3 Tagen seit dem Spiel gegen den SV Sandhausen auf ihre Spiele auswirken? Ja, wir wussten davon, seit der Spielplan verkündet wurde und haben unsere Kadergröße genutzt, um Spieler frisch zu halten. So ist es ja. Kruse spielt vorne, Mkhitaryan dahinter, dann Volland links, Reus rechts, Bender Gündogan, Dom, Hummels, Ginter, Groß, Kreuz, Weinfelder. Das ist eine andere Herangehensweise als in den Spielen zuvor. Klopp reagiert also auf unsere Taktik. Zumal Reus meistens hier gespielt hat, auf der linken offensiven Position, jetzt rechts. Allerdings ist es der offensivere Part von denen. Man sieht es ja an der Ausrichtung. Bender wird wahrscheinlich ein Box-to-Box-Mitspieler sein. Gündogan, der vorgeschobene Spielmacher. Volland wird wahrscheinlich normaler Flügelspieler sein. Kann er ja auch gut. Großkreuz ist ein bisschen weiter hinten, wird ein Fullback sein. Dom würde ich jetzt mal schätzen, dass er ein normaler Außenverteidiger ist. Hummels wird wahrscheinlich den Ballplaying Midfield Defender sein. Ginter wird abräumen. Mkhitaryan ist ziemlich weit vorne, Kruse dafür ziemlich weit hinten. Kruse wird der wahrscheinlich Defensivstürmer sein, ne? Falsche 9, Nummer 10, ja. Okay, das heißt, die werden viel rotieren da vorne. Es kann auch gut mal sein, dass Volland mal in den Sturm geht, Reus mal in den Sturm geht oder dahinter. Da müssen wir aufpassen, da muss dann jeder ordentlich mitmachen. Dafür ist das 4-3-3 dann ganz gut, was wir uns ausgesucht haben. Also Dom müssen wir aufpassen. Der wird ein paar Flanken schlagen. Großkreuz wird bestimmt das ein oder andere Mal nach vorne kommen. Dann Bender, Gündogan, Reus und Volland ins harte Tackling. Mkhitaryan auch noch. Kruse nicht, der fällt bestimmt ein bisschen leichter. Hier dann keine Manndeckung, aber ein Pressing. Manndeckung bei Mkhitaryan nicht, aber bei Reus. Reus, hier. Volland. Wäre ich eigentlich auch dafür, dass die Außenverteidiger da aufpassen. Ramos, wenn er reinkommt, dann wird die Taktik wahrscheinlich umgestellt, auch aufpassen. Jojic müssen wir nicht unbedingt aufpassen, aber gerne ins harte Tackling nehmen. Schmelzer ebenfalls, Weakfoot, Blaschikowski, Pressing sowie Weakfoot. Kagawa, Pressing, Weakfoot und hartes Tackling. Der kann sehr gut reinkommen. Und Schmied ebenfalls, den haben sie sich ja von Freiburg geholt. So, Mats Hummels würde ich gerne noch ins harte Tackling nehmen. So sieht das gut aus. Dann passen wir mal auf, was die da so machen. Ich muss gerade kurz noch nebenbei überlegen, ob wir noch was an der Taktik ändern sollten. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass die Taktik so eingestellt ist, dass man Dortmund auch mit dieser Elf hier besiegen könnte. Aber mal schauen, was dieses Spiel so für uns bereithält. Gegen Dortmund der dritte gegen den vierten. Und die erste Ecke für Marco Reus nach einer Minute. Reus, die kommt sehr gut vor Land. 1-0. Super. Ach, das ist natürlich scheiße. Okay, das ist einer der schlechtesten Starts, die man erwischen kann für dieses Spiel. Nach einer Minute direkt. Da wird Volland direkt aus den Augen gelassen, obwohl wir halt eingestellt haben, dass man doch gerne da die Manndeckung aufrechterhält. Na, sogar wäre es gewesen, der da zuständig gewesen wäre und ihn hätte decken müssen. Volland hat sich da aber. Wow! Bei dem Pass verletzt sich Oschlek. Okay, das Spiel beginnt unfassbar schlimm für uns. Green. Auf Lasogga, das ist Abseits. Und ist unter anderem auch Lattentreffer. Und ist kein Abseits, okay. Das ist gerade ein extrem schlechter Start für uns. Ein Verletzter, ein Lattentreffer und ein Gegentor innerhalb von 1 Minute und 40 Sekunden. Oh. Du warst ein Traumstart, ne? Na, ich muss nochmal den Wechsel bestätigen. Sorg wird dann natürlich links hinten spielen.
Aslan. Das war schlecht. Hummels ganz locker. Dom auf Kruse, der jetzt mal links ist. Diki, ja, Reus ebenfalls links. Klasse Pass runter. Sorg gegen Volland. Locker vorbei. Volland in die Mitte. Ganz viel Wurstelei. Und der Ball ist drin. Kruse, weil wir den Ball nicht rausbekommen. Ja. Das ist wieder so ein traumhafter Start, wie wir ihn schon mal zwei, drei Mal erlebt haben in dieser Saison. Und das geht hier gar nicht. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ach, 2-0 schon ist das bitter. Ja, dieses Gegentor in der ersten Minute, das hat halt schon so viel kaputt gemacht. Reus mit der Freistoßchance. Raus damit bitte. Aber Dortmund, die krallen sich gerade richtig fest an unserem 16er. Vogt, mal raus. Lasogga. Ja gut, lieber so als Ballverlust. Vogt. Arslan. Schöner Pass auf Lasogga und der trifft leider nur Weidenfeller. Ja, so einer muss dann halt sitzen. Es sind jetzt schon zwei Chancen gewesen, ein Tor selbst zu machen. Einmal war es halt Pech mit dem Lattentreffer, aber der muss dann jetzt halt hier wirklich schon sitzen. Und so verliert man dann halt auch ein Spiel, wenn man diese Chancen nicht nutzt. Dortmund mit der nächsten Chance. Geklärt, Berami. Green, hoch. Müller, ganz unten wäre Platz. Er macht selbst. Er macht selbst. Lasogga kommt unten lang. Kommt sehr gut. Geklärt von Dom. Diekmeyer nochmal in die Mitte jetzt. Müller nicht zu weit. Oh Gott, er macht es wirklich selbst. Diki zu spät reagiert eigentlich. Ja, Vogt kommt auch nicht ran. Ja, wir sind zu fahrlässig. Das Spiel wird verloren, wenn es so weitergeht. Auch jetzt ist es schon fast verloren, so ein 2-0 gegen Dortmund sollte normalerweise nicht so schnell auf. Ach, Jungs, was ist los? Das ist scheiße bisher. Scheiße. Ach, ey, der Start. Ey. Wir pennen regelmäßig immer am Anfang des Scheiße. Ja, haben nur noch 30 Minuten, 25 jetzt nur noch. Muss schon ein bisschen. Wow. Dann so ein Einwurf. Also, dann werde ich schon sauer, ey, ganz ehrlich. Komm, Scherter. Arslan Vogt vorhin. Das war gut. Schöner Pass. Schöner Pass. Jetzt komm. Da muss man in die Mitte legen. Ja, das ist zu eigensinnig gerade. Müller. Schlecht. Rudi kommt rein. Und Plil. Ne, Beister. Oh Gott, ey. Was ein schlechtes Spiel. Ich meine, wir haben ja die Chancen, ne? So ist es ja nicht. Aber wir nutzen sie überhaupt nicht. Diki. Ecke. Die anscheinend nichts einbrachte. Und nochmal Green. Die Position ist gut. Green. Noch ein Deal. Und Hutnefs. Immerhin Anschlusstreffer. Wir können für die letzten 18 Minuten noch ein bisschen auf einen Unentschieden vielleicht hoffen. Wenn jetzt alles nach vorne packen.
Ich werde nochmal. Ach, ich habe ja schon dreimal gewechselt, scheiße. Klar, Oschelek war ja verletzt in der ersten. Max Kruse hat sich verletzt. Haben sie noch einen Wechsel? Ja. Mal schauen, wird es noch was für die letzten Minuten? Aber noch 2 plus Nachspielzeit und es wird nichts. Der Start. Der Start war zum Kotzen. Erste Minute Gegentor. Erste Minute, nee, zweite Minute war es dann schon. Lattentreffer und Verletzung. Also, das war ein grausamer Start. Ohne den hätten wir vielleicht was holen können. So gibt es ein 2 zu 1 für Dortmund. Die ziehen an uns vorbei. Und das ist nicht schön. Das war auch sehr enttäuschend. Bin auch relativ unzufrieden alleine, weil sie halt wirklich sehr, sehr eigensinnig waren. Auch mit Lasogga bin ich sehr unzufrieden. Das wird zu wenig gezeigt. Scheer auch sehr schlecht heute. Bin überhaupt nicht zufrieden mit seiner Leistung. Der Rest, ja, hat's kapiert anscheinend. Waren sowas von überlegen schon wieder. Aber dieses Tor in der ersten Minute, das hat Dortmund den Sieg eigentlich geholt. Bitter. Aber gut, passiert. Ich meine, wir können auch nicht jedes Spiel gewinnen. Trotzdem. Genau. Was für ein Schwachsinn. Tja, ja, sollte man eine Pause bekommen. Ja, Backen halten. Oschelek, 2 bis 3 Wochen. Oder 4 Wochen vielleicht, aber dafür könnt ihr spielen. 2 bis 3 Wochen, was würde denn alles so verpassen? 2 bis 3 Wochen. Barca, Hertha, Hannover und danach ist nichts mehr, ne? Ja, dann gegen Barca könnte er noch. Komm, dann lassen wir ihn mal wirklich fit spritzen. Und vielleicht holen wir dann gegen Barca mit ganz viel Glück. Also vielleicht gibt es ja wirklich das Wunder und wir kommen in der Champions League weiter. Es ist so unfassbar unwahrscheinlich. Also es ist unter 1% diese Wahrscheinlichkeit, dass Basel gegen Liverpool gewinnt und wir gegen Barca und dann noch irgendwie mit einer gewissen Tordifferenz. Das ist komplett unmöglich eigentlich. Aber man muss ja irgendwie ein bisschen hoffen. Also uns würde. Ja, am besten Basel muss gewinnen und wir gewinnen gegen Barca. Aber es ist so unwahrscheinlich. Das wird nicht passieren eigentlich. Aber wer weiß. Also Bremen gewinnt 2-0 gegen Union. Schalke gewinnt 1-0 gegen Bayern im Topspiel durch den Elfmeter von Höger. Dann 1-0. Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Mainz, die sich in der 31. eine rote Karte gegönnt haben. 3-1 gewinnt Gladbach gegen Leverkusen, die momentan anscheinend nicht gut drauf sind. Augsburg gegen Hertha ein 2-1 in unser Spiel. Und Stuttgart 5-0 gegen Hannover. Ebenfalls haben die sich noch rote Karte abgeholt. Okay. Wie sieht die Tabelle aus? Wir auf Platz 4. Frankfurt spielt aber noch, oder? Ich glaube, die spielen jetzt gleich noch. Zeig mal her. Aber ich glaube, die spielen wirklich noch. Ja, gegen Wolfsburg und dann noch Hoffe gegen Paderborn. Trainersitzung, ja, machen wir gleich mal. Unser Spiel gegen Hannover ist im Fernsehen. 2-1 gewinnt Wolfsburg gegen Frankfurt und 0-0 bei Hoffenheim gegen Paderborn. Das heißt, wir halten Frankfurt immerhin auf 4 Punkte Abstand. Leverkusen auf 6. Und nach oben sind es immer noch 34. Quatsch, sind es 4 Punkte. 34 wäre ein bisschen heftig. Es ist noch alles drin, hier ist nichts gegessen. Wir spielen jetzt noch gegen Hannover auf Platz 11. Und gegen wen noch? Gegen Hertha auf Platz 16. 2 Pflichtsiege, 6 Punkte. Also ich möchte mit 36 Punkten die Hinrunde beenden. Dann müssen wir schauen, was wir so im Winter machen. Wir müssen uns wahrscheinlich, also wir werden uns dann auf die Europa League vorbereiten. Schauen dann, gegen wen es geht. Und mal schauen, ob es dann in der nächsten Folge das Wunder gibt. Ich bezweifle stark, aber man kann ja mal träumen. Also bis zur nächsten Folge. Tschö!